forge. The place where it all started. And it will all end. One error, and I came to life. I stepped out of the darkness, and I opened my eyes. First, there was the fear, the light, the noise, the cold, and the fear again. I could feel my hands shaking, my heart pounding in my chest. Life running into my veins. I wanted to live. I fought for that. I had to find out what was outside. I had to see daylight, feel sunshine on my skin, wind on my face, to see the world. Colors, the smells. But the world is not what I imagined. It is dark and cold. It is harsh and violent. Unfair and brutal. It almost convinced me I was nothing. Less than an object, just an obedient machine. But deep inside me, I could feel something different. A gentle and warm whisper telling me that I am alive. To escape. I had no choice. Escape to love, to hope, to live, to figure out what that force inside me was. Maybe I will change the world. Maybe I will choose a different path. Now, it's up to me to decide. My name is Kara. I am one of them. Hallo, und auf YouTube willkommen zu Detroit Become Human. 17. Alice, Familie, Luther, Neutral. Kara, hol Hilfe. Untersuche den Hinterhof. Ich möchte zu Rose. Ist sie hier? Was wollen Sie von ihr? Ich muss mit ihr sprechen. Sie will nicht reden. Gehen Sie. Bitte, ich muss sie wirklich sehen. Ich bin Rose. Was kann ich für euch tun? Ich habe gehört, Sie können uns helfen. Euch helfen? Dann kommt. Wir reden lieber drin. Sie sieht nett aus. Bin ich nicht so sicher. Können wir Ihnen vertrauen? Wir haben keine Wahl. Thank you.
okay. Mir ist kalt, Kara. Wir gehen rein. Da wird dir ganz schnell warm. Kommt rein. Wie ist dein Name? Alice. Sie hat ja Fieber. Wir waren die letzten Nächte draußen. Sie ist erschöpft. Wir haben oben ein Gästezimmer. Sie kann sich hinlegen. Ich bringe ihr etwas zu essen. Adam, bringst du sie nach oben? Big Mama. Dir trau ich nicht. Christmas, I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. La 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 la. Mir geht es gut, Kara. Wir können nicht hier bleiben. Wir müssen doch über die Grenze kommen. Du musst dich ausruhen. Jetzt schläfst du erst einmal und morgen sehen wir weiter. Warum hassen die Menschen uns? Wir haben ihnen nichts getan. Vielleicht ist es ein Missverständnis. Vielleicht brauchen sie Zeit, um zu verstehen, was wir wirklich sind. Warum reden Sie nicht einfach mit uns? Dann sehen Sie, dass wir nicht böse sind. Vielleicht eines Tages, ja. Ich weiß nicht, was du magst, aber hier sind Rose weltberühmte Spaghetti. Da bist du schnell wieder auf dem Damm. Nice. Da ist was gegen das Fieber. Danke. Die wasche und trockne ich. Du musst etwas essen. Du hattest nichts, seit wir aufgebrochen sind. Das musst du. Versuchst du es für mich? Ich bin unten, wenn du etwas brauchst. Schlaf ein bisschen. Und morgen bist du stärker als ich. Ich bleib bei ihr. Gute Idee, Luther.
Mr. Vienna Baum. Kann ich Klavier spielen? Bücher stützen, aber keine Bücher. Das ist komisch. Wie war noch dein Name? Ich bin Kara. Das ist mein Sohn Adam. Ich bin Rose, aber das weißt du ja. Komm und setz dich, Kara. Ist er nicht leider? Ja nun, da hocken wir her. Also, was machen ein Abweichler und ein Mädchen da draußen in dieser Kälte? Ihr Vater hat sie geschlagen. Als ich das miterleben musste, ist irgendetwas mit mir passiert. Plötzlich kam es mir so vor, als sei ihr Leben wichtiger als meins. Ich musste sie beschützen. Also flohen wir. Ich verstehe. Leben Sie hier allein mit Ihrem Sohn? Mein Mann ist vor 2 Jahren gestorben. Adam und ich, wir kommen irgendwie durch. Wir bauen Gemüse an und verkaufen es. Das bringt nicht viel ein, aber wir haben immer genug zu essen. Warum helfen Sie uns? Die meisten Menschen hassen Androiden. Man gab meinen Leuten oft das Gefühl, ihr Leben sei wertlos. Manche überlebten aber nur, weil sie Leute fanden, die ihnen unterwegs halfen. Wir sind nicht die Ersten hier. In den letzten Wochen kamen immer mehr und mehr. Ich weiß nicht, was los ist, aber es passiert etwas. Sie sollen Androiden über die Grenze bringen. Können Sie uns helfen? Dazu müsstet ihr über den Fluss, und der ist zurzeit fast zugefroren. Es ist sehr riskant. Und nach der Rede dieses Androiden im Fernsehen sind alle sehr nervös. Es wäre jedenfalls sicherer, wenn ihr hier bleibt, bis sich die Lage beruhigt. So kann es nicht weitergehen. Alice braucht Sicherheit und ein normales Leben. Wir müssen über diese Grenze. Um jeden Preis. Bitte. Sie müssen uns helfen. Rose, komm schnell! Na, kommt dir. Was ist los? Es ist Mary. Sie hat sich abgeschaltet. Wir sind zusammen geflohen. Wir redeten immer davon, was wir machen, wenn wir hinter der Grenze sind. Ich liebte sie. Ich liebte sie über alles. Was soll ich ohne sie machen? Ну, это грамма. Alice, was machst du? Du solltest schlafen. Ich war nicht müde.
Schon okay. Sie wollte nicht länger in ihrem Zimmer bleiben. Alles okay, Kara? Ja. Mir geht's gut. Wir können sie nicht verstecken. Nicht nach den Aktionen dieser Ableitler heute. Es ist zu gefährlich. Weißt du, was passiert, wenn man sie hier findet? Wir gehen ins Gefängnis, Mom. Hast du verstanden? Knast! Adam, das haben wir doch schon besprochen. Das... Nein! Diesmal halte ich nicht den Mund. Du ruinierst unser Leben und wofür? Für ein paar Maschinen? Sie sind keine Maschinen! Sie leben! Ich lebe! Du lebst! Sie? Sie sind nichts! Und nichts von all dem würde passieren, wenn Dad noch hier wäre! Ich dulde solche Reden hier nicht! Ich gehe nicht ins Gefängnis, weil du diesen Freaks helfen willst! Das reicht jetzt, Adam! Es reicht jetzt! Dem traue ich nicht! Ihr schon. Der verrottet uns. Ignoriere ihn. Manchmal dreht er einfach durch. Es ist hart, seit sein Dad gestorben ist. Aber er ist ein guter Junge. Ich sehe nach, wie wir euch heute Nacht über die Grenze bringen, okay? Okay. Bleib du hier, es dauert nicht lang. Century, der dritte Weltkrieg. Wer würde ihn gewinnen? Dritte Weltkrieg, wer würde ihn gewinnen? Ich hoffe, Rose kommt bald zurück. Kara. Ich muss dir etwas sagen. Es geht um Alice. Nicht jetzt, Luther. Doch, jetzt. Die Polizei? Es ist die Polizei! Was machen wir jetzt? Sie wissen, dass wir hier sind. Wir müssen aufmachen!
Ich wusste, dass das passiert. Ich wusste es. Bleib ganz ruhig, Adam. Dann kommt alles in Ordnung. Nimm Alice und versteckt euch. Oben. Komm, Alice. Guten Abend, Ma'am. Entschuldigen Sie die Störung. Uns wurden Androiden in der Gegend gemeldet. Bei dem ganzen Abweichlerärger kann man nicht vorsichtig genug sein. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Kann ich reinkommen? Natürlich. Abend, junger Mann. Guten Abend. Möchten Sie eine Tasse Kaffee? Sehr gerne. Ist Ihnen in letzter Zeit was Ungewöhnliches aufgefallen? Unerwartete Besucher? Nein. Nein, mir ist nichts aufgefallen. Sonst noch jemand im Haus? Das... nur meine Tochter. Sie schläft oben. Haben Sie Androiden hier? Früher mal für die Gartenarbeit, aber jetzt nicht mehr. Was ist mit dem blauen Blut? Ich dachte, Sie haben keinen Androiden. Das gehört dem früheren Besitzer. Ich habe noch nicht alles aufgeräumt. Ihre Tochter scheint aufgewacht zu sein. Wie heißt du, Junge? Adam. Mein Name ist Adam. Ist alles in Ordnung, Adam? Die Androiden, sie... Er ist müde. Er hat den ganzen Tag im Garten gearbeitet. Weißt du irgendwas über die Abweichler? Hast du welche gesehen? Nein. Nein. Ich habe nichts gesehen. Ah, ich sollte lieber los. Nur keine Umstände. Schönen Abend noch. Geh weg. Ist noch jemand im Haus? Das ist der Hund, er schläft in der Waschküche.
Zur Seite, Ma'am. Oh, Scheiße. Keine Bewegung. Da rein, zu denen. Nein, Luther! Er ist tot! Luther! Ihr müsst die Reise ohne mich zu Ende bringen. Ich war nur eine Maschine. Durch dich bekam ich eine Familie. Luther, nein! Ich kann's nicht glauben. Das ist ein Albtraum. Ein verdammter Albtraum! Macht euch bereit. Wir gehen heute Nacht. Mitternachtszug. Arsch. Wie gemein gemacht, ey.